Da bin ich wieder, euer Kastellator. Damit ihr keine Sekunde verpasst, mache ich um. Ja. Wie spät ist es jetzt? 3 Uhr morgens, also ja. Weiter. Schon mehr als 3 Uhr morgens. Damit ihr keine Sekunde verpasst. Oh, jetzt ist der Propeller an. Meine lieben Fans, ihr solltet nichts verpassen. Nicht eine Sekunde. Nicht eine Szene. So. Brauchen wir ein Telefon. Ja, Freddy Daddy, du bist reich. Nein, ich bin reich. Brauchen wir ein Telefon, Autofahrer. Das Telefon. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Wenn das klappt, ich fresse diesen. 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Na, das ist Service. Ich fress einen Besen. Bringet mir einen Besen, ich muss ihn essen. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jungs. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann. Oh, wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's! Nein, wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Wow. Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Sorry nochmal. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir!
Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt. Das ist definitiv das Finale. Wow. Definitiv. Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Wirklich? Leise, wow. Vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Die Entscheidung bei Dialogen, nicht wirklich was zu sagen, finde ich gut. Aber das ist krass. Und sorry für den Screenshot, ich brauche irgendwas fürs Thumbnail. Ein bisschen Material sammeln. Zum Bearbeiten. Oh. Oh-oh. Nimm das! Und das! Mist! Vielleicht sollte ich den statischen Phrasendynamo rejustieren. Warum stellt ihr euch genau dahin, wenn er schießt? Das Mauseloch! Oh, das habe ich die ganze Zeit übersehen. Gut, dass ich jetzt sehe. War alles zu klein. Können wir nehmen? Die liegt zu weit oben. Das ist der Ton, dass wir was richtig gemacht haben. Sehr richtig. Okay. Ich hab eine Idee. Hey. Wo ist der hin? Auf nach unten die Tentakel besiegen. Das hätte nicht ein gutes Finale. Oh, 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 ich hab's so geahnt, ich hab's so geahnt. Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Oh Gott. Ihr Menschlinge seid so kurzsichtig. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ist eh zu langsam. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Wir kommen nicht dran. Oh, da passiert wieder dasselbe. Meine Schergen übernehmen die Welt, während wir hier reden. Oh, das funktioniert wirklich. Fragen wir ihn mal. Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Das verstehe ich. Bald wird es auch der Rest der Welt. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden?
Ich werde euch sowieso zerquetschen. Ah. Aber Menschen haben die Matschmaschine erfunden, die euch super intelligent gemacht hat. Blödsinn. Ich erfand sie und schickte sie durch die Zeit. Ich wusste, dass Fritz Ego sie für sich beanspruchen würde. Ist das gut für ein Paradoxon? Wer, Fred? Aber es gibt doch nur einen. Richtig. Jetzt wisst ihr, warum ich Menschen hasse. Er hasst Dr. Fred, oder? Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Ich wette, du kannst nicht mal deinen Kopf treffen. Netter Versuch. Lass uns über deinen Hass den Menschen gegenüber reden. Was gibt es noch zu reden? Ich werde euch sowieso zerquetschen. Hört sich an, als hast du Dr. Fred. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Er hasst wirklich Dr. Fred. Okay. Warum selbst du zur Abwechslung nicht einfach mal Fred? Vielleicht macht das ja Spaß. Lol. Mist! Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Armer. Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Das finde ich ein gutes Finale. Ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Appellock. Tja, Kinder. Das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Scheiß Karton. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Ja. Idioten. Es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Idioten. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Wir haben es geschafft, The End. Cool, oder? Dann sage ich mal herzlich danke, dass ihr zugesehen habt. Haben wir gut hinbekommen. Der erste Tentacle Remastered. Und, was nochmal so lustig war? Jo. Aber wir mögen es in HD besser.
Ja, viel Spaß mit dem Abspann. Eigentlich unfassbar, dass wir es geschafft haben. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich sagen soll. Also, wir haben es geschafft. Das ist toll. Die Musik ist geil. Wir haben es echt geschafft. Oh, geil. Ein Tentakel als Lukas Arzt. Symbol. Das ist cool. Ja, Leute, und danach wird nichts mehr kommen. Hm? Ich finde mal, dass wir eine zusätzliche Szene einbauen können oder so. Aber so ist das Originalspiel eben. Selbst wenn du remastert ist. Also, dann sage ich jetzt mal, ja. Danke fürs Zusehen. Und bis dann. Euer Castellator, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da. Lasst einen Kommentar da. Lasst irgendwas da, auch ein Abo, irgendwas. Auch mal ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Ob ihr gerne mehr Click-and-Point-Adventure möchtet. Ich werde auf jeden Fall vielleicht welche machen. Zum Beispiel Handels Monday, wenn mein alter PC es mal schafft. Aber jetzt mit der neuen SSD-Festplatte und ja. Hochgetakteten Prozessor müsste es eigentlich gehen. Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Bis denn. Euer Castellator. Habt einen schönen Abend. Tschüss.